graben, bis das Wasser kommt? So einfach kommt man nicht zu einem eigenen Hausbrunnen. Dafür ist schon etwas mehr notwendig als Hausverstand und Muskelkraft. Was macht ihr da? Im Brunnengraben. Im Brunnengraben? Aber was braucht ihr da Ausbildung dafür? Wir brauchen auch was, das hilft ja nicht. Was macht ihr, wenn das Wasser kommt? Über das haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Jetzt zeigen wir euch einmal richtig, was da alles dahinter steckt. Bevor ein Brunnen gebaut wird, müssen Aufschlussbohrungen durchgeführt werden, um den Grundwasserspiegel und die Bodenschichten auf ihre Beschaffenheit untersuchen zu können. Die Ausbildung zum Brunnen- und Grundbauer ist umfangreicher, als man annehmen möchte. Beinhaltet dieses Berufsbild doch neben dem klassischen Brunnenbau noch viele weitere Aufgabengebiete, die hohe Anforderungen aus den Bereichen Geologie, Chemie, Physik, aber auch aus dem betriebswirtschaftlichen und bautechnischen Sektor an die Brunnen- und Grundbauer stellen. Am Ende der dreijährigen Ausbildung im Lehrbetrieb am Lehrbauhof und der Berufsschule steht die Lehrabschlussprüfung. Das Handwerk ist Jahrtausende alt. Oft von Generation zu Generation weitergegeben, hat sich der Beruf des Brunnen- und Grundbauers weiterentwickelt und auf neue, teils spektakuläre Herausforderungen, wie zum Beispiel die Erdwärme, eingestellt. Dieser Beruf ist heute so wichtig wie nie zuvor. Eine Quelle zu fassen und so zur Versorgung der Bevölkerung mit klarem, reinen Quellwasser beizutragen, ist wohl die schönste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Zu wissen, dass Millionen Haushalte durch die Brunnen- und Grundbauer mit dem wertvollen Gut Wasser versorgt werden, ist wunderschön. Trinkwasser ist zudem auch noch das wichtigste Lebensmittel. Vom Hochgebirge oder aus dem Grundwasser über ein aufwendiges Leitungssystem mit zwischenzeitlicher Wasserspeicherung zu uns nach Hause. Über 76.000 Kilometer Wasserleitungen versorgen die Österreicherinnen und Österreicher mit Wasser. Dafür, dass alles einwandfrei und hygienisch abläuft, gibt es den Brunnen- und Grundbauer. Apropos Hygiene. Eine weitere Betätigung ist die chemische Untersuchung, die Wasseranalyse und, wenn notwendig, die Aufbereitung des Wassers, damit es zu 100% genießbar und nicht gesundheitsschädlich ist. Eine große Verantwortung für den Brunnen- und Grundbauer. Probebohrungen und Bodenuntersuchungen zur Bestimmung von Gesteinsarten für den Tunnel-, Verkehrswegebau oder Kraftwerksbau und damit verbunden die Erstellung von hydrologischen Gutachten ist wohl eines der spannendsten und aufwendigsten Tätigkeitsfelder eines Brunnen- und Grundbauers. Dazu gehören auch die Geotechnik sowie der Spezialtiefbau für beispielsweise die Herstellung von Bohrpfählen, Schlitzwänden, Ankerungen und Bodenverbesserungen. In Zusammenarbeit mit vielen anderen Firmen sind natürlich Organisationstalent und Managementqualitäten ebenso gefragt. Ob Winter, ob Sommer, der Brunnen- und Grundbauer hat immer etwas zu tun. Schließlich braucht jeder Österreicher über 100 Liter Wasser am Tag. Ob Trinkwasser, Brauchwasser, Mineralwasser, Thermalwasser, Heilquell oder Grundwasser. Gestern, heute und auch in Zukunft werden die Brunnen und Grundbauer dafür verantwortlich sein, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und wir auf diesem Gebiet einen der höchsten Lebensstandards der Welt genießen dürfen. Eine traditionsreiche, ehrenvolle und herausfordernde Arbeit der Brunnen und Grundbauer. Schau, da seht ihr es, so funktioniert das. Das hätte man uns nicht gedacht, dass das so eine spannende und schwierige Sache ist. Aber wenn wir uns schlau machen, spannende Sache.